Alles klar, Leute. Ich nehme jetzt noch eine halbe Stunde auf. Das ist genug für eine Folge und das sollte ausreichen, um diese Schlacht hier, ja, zu entscheiden. Jetzt, wo meine Flotte zurück ist. Ich weiß nicht, es sind so viele. Aber gleichzeitig habe ich auch eine Sternbasis und massenweise Torpedoplattformen. Das könnte sehr... Und alles ist sehr hoch, also es könnte funktionieren, aber... Deren Titan ist auf Stufe 7, also ich weiß nicht, was der für Fähigkeiten hat. Vielleicht wird auch mein Titan auf Stufe 2 kommen. Das wäre hilfreich. Vielleicht sollte ich auch mal einen Großkampfschiff der Sovereign-Klasse bauen. Würde sich sicher lohnen. Obwohl, ich habe ja auch... You must have available ships. Das ist scheiße. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass sich hier noch eine Flotte verbirgt. Und, ach, guckt euch das an, Leute. Ah, ja, da ist ein Großkampfschiff. Aber ich glaube, das ist das Einzige. Ich frage mich, ob ich sie zurückbringe, wenn ich deren Großkampfschiff zerstöre. Vor dem ich vermute, dass es der KI wichtig ist, weil es das Einzige ist, die Flotte so ziemlich anführt. Abgesehen davon, dass es unterstützende Fähigkeiten hat. Oh, ich glaube, wenn die sich jetzt echt zurückziehen, dann muss ich sagen, das sind Pussys. Ich glaube, die hätten mir ernsthafte Scherben zufügen können. Jetzt können sie sich nicht entscheiden, aber ich glaube, dadurch, dass sie sich umgedreht haben, haben sie weniger Waffen gezeigt. Das heißt, ich konnte ihnen noch richtig eine reinwirken. Ich glaube, jetzt gewinne ich gerade. Ich meine, gleichzeitig ist auch noch die Sternbasis da und tötet alles. One unspelled ability point. Point defense system. Oh, Moment. Die Phoenix hat... Oh, scheiße. Wo ist die Phoenix? Wo ist die Phoenix? Ja, hier mal ein Schiff zu finden. Ja, das ist... Ah, scheiße. Ja, Engineering Teams, Extend Shields... Bitch, du musst da raus. Workbees und Fortified Superstructure. Und damit haben wir die Schlacht gewonnen. Haben wir irgendwelche Verluste? Sieht nach nichts Wichtigem aus. Und irgendwie habe ich sogar noch jetzt zusätzliche Dinger. Also okay, vergrößertes Warpfeld, das wäre sehr geil. Also ich traue den Romulanern nicht, wenn die da ihre ihren Titanen haben. Das muss ich jetzt ganz offen sagen. So, danach... Boah, ich habe noch gar nicht erforscht, stimmt. So, dann kann ich nämlich die Sovereign-Klasse bauen. Die hat nämlich auch noch so eine Fähigkeit, die ich auf jeden Fall benötige. Und zwar eine, die meine... die Reichweite und den Waffenschaden meiner Flotte erhöht. So, hätte ich eigentlich schon längst einfügen sollen. So, gibt's noch irgendwas, was hilfreich sein könnte? Ja, Antimaterie-Regeneration.
Kann ich meinen 40% erhöhen. Das wäre super. Aber sonst wüsste ich jetzt eigentlich gerade gar nichts. Kann ja gerade das hier könnte ich erhöhen, weil das bringt, glaube ich, auch mehr, dann mehr Geld. Das hier kann ich einfach mal so machen. Das hier auch wegen Rohstoffen. Und jetzt habe ich auch schon fast keine Rohstoffe mehr. Habe ich noch irgendwas? Apropos, wo ist die Phoenix? Ja, das dürfte eigentlich gehen. Was ist... Core Reinforcements. Fragt sich, was passiert denn, wenn ich die dann upgrade? Macht das denn die Schiffe, die der Ruf besser, oder? Okay, Photon-Torpedo-Streuung. Die Reliant kriegt Schilddisruptor, das ist auch sehr wichtig, weil das damit kann man wirklich... ich glaube, das ist selbst gegen den romulanischen Titan wäre das hilfreich. Ich weiß nicht, ob das bei dem funktioniert, aber wenn der keine Schilde mehr hat... Also wer sich erinnert an Star Trek 10, also an Nemesis, der nicht unbedingt, abgesehen von der Kampfszene, nicht unbedingt sehenswert ist. Die Scimitar hatte richtig heftige Schilde und eine Tarnung, die so toll war, dass man während der Tarnung noch schießen konnte und auch die Schilde nutzen konnte. Was in Star Trek eigentlich sehr selten ist. Ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit. Ich werde jetzt speichern auf LP6. Dann hole ich mir die... Wo habe ich sie schon? Ich denke ehrlich gesagt noch nicht, oder? Ich habe es auf jeden Fall schon erforscht. Also kann es sein... Nein, noch gar nicht. Ah, weil ich die noch nicht genau habe. Aber dann bereite ich vor, dann werde ich nämlich hingehen und wirklich versuchen, durch die feindlichen Linien durch, ohne Rücksicht auf Verluste, dahin zu kommen. Einfach mal vorher speichern, für den Fall, dass irgendwas schrecklich schief geht. Wenn wir Glück haben, können wir damit die Romulaner komplett aus der Gleichung nehmen, weil die dann nur noch passiv bleiben werden und wir von diesem Titan nichts mehr zu befürchten haben, außer der versucht, seinen Planeten zu retten, indem er durch meine Verteidigung da durchfliegt. Was der ganzen Geschichte zuzutrauen wäre. Wäre also sinnig, da noch ein paar Schiffe zu bauen. Wo habe ich es? Die Feindklasse bitte für regulären Bau freischalten. So, dieses Schiff kann ich eigentlich nicht Enterprise nennen. Deshalb nenne ich es Sovereign. Weil es die eigentlich auch geben muss. Die USS Sovereign muss es eigentlich geben, wenn es eine Sovereign-Klasse gibt. So, Fleet Coordination. Unable to comply. Ja. Halt mal die Fresse. Ich habe doch auch Red Squad, aber ich habe das noch nicht erforscht. Okay, da muss es ohne gehen. So, Waffen. Ja, alles klar. Dann kann ich das doch noch auf Level 4 bringen, wenn ich das hier habe. Okay, alles vorbereiten. Sonst irgendwas noch? Sieht nicht so aus. Ja, warum noch Zugang wäre vielleicht eine gute Idee. Das hier.
Sonst sehe ich aber nichts, was wir irgendwie noch brauchen können. Ich glaube, soweit habe ich eigentlich alles. Das heißt, sobald die Summering bereit ist... Wo ist sie überhaupt? Scheiße, wo hat er das Schiff jetzt hingeschickt? Hier in der Flotte mal ein Schiff zu finden, ist meiner Meinung nach ein bisschen doof. Das heißt, die Enterprise... Da! Flottenkoordination, da. Plus 15 Waffenreichweite. Ah ne, plus 10% Chance auch zu treffen. Aber trotzdem, die Werte erhöhen ja auch deren Schilde und so. Und ich hoffe, ich glaube, ich werde einfach jetzt vorbeifliegen. Unterwegs einfach alles zerstören, was sich in den Weg stellt, aber nicht, mir ist der Planet wirklich egal. Wenn ich es schaffe, dass, also wenn ich es schaffe, die romulanische Heimatwelt zu erledigen, dann haben wir die Romulaner eigentlich schon besiegt. Wie gesagt, dann sollten eigentlich der Rest passiv werden und mich nur noch angreifen, wenn ich durch das System fliege. Und da kann ich auch anfangen, Teile des restlichen romulanischen Imperiums zu übernehmen. Und engage. Welchen Teil von Engage habt ihr nicht verstanden? So, jetzt haben wir noch ein paar Nachzüge. Oh, fuck. Die haben Minen. Vorsicht! Wow, da war aber jemand paranoid. Also ich glaube, die Romulaner kann ich auf diese Weise eigentlich nicht loswerden. Ich sollte eher diese Flotte mal erledigen. Insbesondere die beiden Großkampfschiffe. Guckt euch das an, selbst der Schild des Titan kann das nicht aushalten. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Okay, der Titan hat seine Schilde verloren. Alles klar, nachdem wir das Großkampfschiff zerstört haben. Das andere dürfte eigentlich auch... Ich glaube, das andere haben wir auch nicht auch zerstört. Das waren, glaube ich, nur zwei. Ich denke mal, dass die uns folgen werden, aber... Die Excalibur hat noch 70% von seiner Hülle. Das ist nicht so geil. Okay, jeder, der entkommen kann, entkommt. Falls man das Entkommen nennen kann. Das, die, komm, 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 komm. Ich meine, Picard kann ich auch ein paar Schiffe dazu holen, aber ihr solltet vielleicht mal springen. Okay, hier sind praktisch keine Romulaner-Schiffe. Könnte sich natürlich ändern, wenn die Romulaner hinterherkommen. Im Hintergrund übrigens Star Trek Legacy Musik. Da kommen Romulaner Schiffe ohne Ende. Weil ich glaube, ich habe ich, ob deren Heimatwelt verteidigt ist. Also wirklich. Ich glaube, wir sollten wirklich den Vorstoß wagen. Ich kann die Flotte notfalls neu aufbauen. Ich glaube, das kriege ich hin. Rohstoffe habe ich.
Muss ich nur gucken, dass ich den Titan zuerst aufbaue und dann anfange, die Großkampfschiffe zu bauen. Und die Helden dazu zu rufen. Ich meine, die ganzen Forschungen habe ich ja trotzdem noch. Das heißt, das wird ein bisschen leichter als beim ersten Mal. Ich habe wirklich schon mal das Spiel gewonnen, indem ich die... Oh, fuck. Indem ich meine Flotte geopfert habe, um den Heimatplaneten zu zerstören. Aber... Holy fuck. Bau mal ein paar von denen, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Die waren wirklich, wirklich fleißig, was Quex angeht. Und guckt euch das mal an, das ist ein einziger Strom. Das schaffen die Verteidigungen nicht. So, baut mal. Ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, notfalls kann ich ja zurückspringen, aber... Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Guckt euch das an. Das wird komplett überwältigt. Ich glaube, das ist nicht aufzuhalten. Höchstens, wenn meine Flotte da wäre. Und ihr werdet jetzt einfach nur den Planeten bombardieren. Gar nichts anderes. Setzt mal ein paar Minen dahin. Frag mich, ob das funktioniert. Baut die Dinger mal neu auf. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber... Es hat wahrscheinlich ein paar Schiffe... Wow! Achso, ich dachte schon. Ich dachte schon, dass ich den Hauptplaneten übernommen habe. Habe ich den restlichen romanischen Teil übernommen, aber es war mein eigener Teil. Zu früh gefreut. Das konnte auch gar nicht sein, weil der Planet auch Erde hieß und sich wahrscheinlich nicht von selbst umbenannt hätte. Aber wenigstens bombardiere ich gerade den feindlichen Hauptplaneten. Wenn sich wirklich alle Schiffe mal darauf fokussieren würden und nicht ihre eigenen Sachen tun würden, dann wäre das toll. Bombardement hat auch begonnen. Ja, na komm. Also noch wurde meine Sternbasis nicht angegriffen, aber dafür kann die noch einiges reißen. Also es könnte den Klingonenwesen noch ein paar Verluste bringen. Aber ich glaube, insgesamt haben deren Schiffe schon einige Schäden bekommen. Das Problem ist nur, solange ein Schiff nicht zerstört ist, macht das genauso viel Schaden, egal wie sehr es beschädigt ist. Wie sieht's hier aus? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das könnten wir noch so gewinnen. Ich habe auch ganz ehrlich kein Problem damit, wenn die Klingonen dann am Ende gewinnen sollten, solange ich wenigstens die Romulaner erledigt habe. Dann habe ich wenigstens noch eines der Sternenimperien erledigt. Wobei ich natürlich, wenn die Romulaner weg sind, mich voll auf die Klingonen konzentrieren kann. Das heißt, ich kann das noch hinkriegen. Gut, das hat Hitler auch gedacht, aber... Bei dem war es wirklich aussichtslos. Und... Das romulanische Sternimperium ist hiermit zerstört. Der Kampf hier läuft noch, aber haben die meine... Naja, die Citadel ist nicht so unzerstörbar wie ihr Mass Effect-Gegenstück, würde ich sagen. Und wie es aussieht, ist irgendeins von den Dinger hier, von den Capital Ships zerstört worden. Be ready for anything. Ready phasers
Ganz ehrlich, ich versuche zurückzukommen, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Weil ich glaube, die Schiffe sind einfach schon zu sehr beschädigt, als dass die hier das Ding übernehmen könnten, also zurückerobern könnten. Ich weiß nicht, ob es an der Aufnahme liegt, aber ich glaube, normalerweise wäre ich jetzt schon längst hingegangen und hätte das neu geladen. Hier, das ist weg. Accept Trade Alliance. Nein, Bitch, du klaust mir gerade meine Piratenbasis, hallo? Wie sehe ich denn aus? Excalibur hat inzwischen auch schon wieder 25% ihrer Schilde zurück. Aber dafür hat der Rest einige Schäden erlitten. Also auf diese Flotte würde ich nicht wirklich zählen, sagen wir es so. Heißt aber eigentlich nichts. Auch wenn diese Flotte dann beim Versuch drauf geht, ja, hier Dinge zurückzuerobern. Wie sieht es überhaupt aus? Habe ich zufällig einen meiner Helden verloren? Weil dann würde ich ihn auch wieder zurückholen. Captain Janeway, Sisko. Ne, Captain Picard, sind alle da. Alle da! Die Phoenix könnte. Nein, ich glaube nicht, dass sie schafft. Guckt euch das an, die wird einfach gerade richtig vergewaltigt. Oh, noch mehr Klingonenschiffe. Muss ja auch unbedingt sein. Wobei, kann ich die Klingonen vielleicht einfach hier halten, indem ich immer weiter im Kreis halt baue? Ich meine, ich glaube nicht, wenn die das Konstruktionsschiff zerstören, aber das sollte sie zumindest für einen Moment aufhalten. Wieso sammeln die sich alle direkt da? Nein, sollen sie doch gar nicht. Ich glaube, gleich lasse ich die Flotte da hinspringen und. Okay, es ist Predator-Klasse. Ich dachte schon, das wäre irgendwie. Ich habe die ganze Zeit Panik, dass die Klingonen ihren Titanen holen. Und die Basis hat sich hier komplett geheilt, weil einfach noch niemand es bombardiert hat. Habe ich vielleicht die die Bombenschiffe alle zerstört? Ich glaube, das sind gar keine. Capital Schiff mehr. Also kann das gut sein. Ganz ehrlich, ich glaube, das war gerade ein richtig geiles Manöver. Ich meine, ich habe die romulanische Romulaner komplett ausgelöscht mit dieser Truppe und ich habe damit Omega eigentlich auch schon praktisch verloren, aber. Trotzdem, sobald die. Wenn meine Flotte bei Omega wieder ankommt, schicke ich auch die neu gebauten Schiffe da drüben hin. Also die paar Kreuzer, die ich gebaut habe. Dann könnten wir es auch schaffen, die Klingonen zurückzuschlagen. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht durch das Minenfeld wollen. Ich habe da keine Aufklärer. Ich habe keine Aufklärer da, Leute. Die euch sagen, wo die Minen sind und sagen hier, schieß drauf. Ey, ohne Scheiß. Die haben keine Bomber. Die müssen jetzt die ganze Zeit da bleiben. Wir haben jetzt einfach mal ewig Zeit. Das ist richtig gut. Wenn ich jetzt herausfinde, welche von den Capital-Shippen zerstört wurde. Die Ambassador möchte ich auf jeden Fall. Die sieht sogar noch gut aus. Galaxy. Excalibur. Ich würde sagen, die Sovereign ist zerstört. Und die Phoenix. Aber sonst. Also ich vermag es irgendwie einfach nur von jedem eins zu haben, einfach wegen der verschiedenen Fähigkeiten und dann noch ein paar vom Rest halt, ne? Ich bin nicht jemand, der mehrere Schiffe gleichzeitig. Also vom selben Typ baut. So. Schickt mal eure Schiffe dahin, Leute. Das ist der Weltraum. Das ist nicht so, dass große Schiffe. Also, sobald ein Schiff erstmal Geschwindigkeit hat, hat es Geschwindigkeit.
Hostile Forces approaching Omega. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Schiff, ne? Raptor 6. Ich glaube, der Raptor ist ein Bomber, aber... Ich habe die ganzen Bomber einfach zerstört. Das finde ich voll gut. Na super, jetzt hat er wieder ein Konstruktionsschiff gespawnt. So, ich benötige auf jeden Fall noch einen von denen. Ich möchte meine Sternenbasis wieder aufbauen. So, und ich brauche auf jeden Fall Zugriff auf dieses Wurmloch. Dann komme ich von da, nach da, nach da, nach da und nach da. Wobei ich das wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge machen werde. Denn, wie viel Zeit habe ich noch? 4 Minuten, wow. Das reicht also auf jeden Fall noch, um Omega zurückzuerobern. Ja, reicht eigentlich dafür. Da kommt gerade meine Flotte. So, das Schiff eigentlich auch noch. So. Ich glaube, die Flotte wird von nichts mehr zusammengehalten. Doch, hiervon. Oh, super, ein Kommandopunkt. Ich glaube, wir gewinnen. So, zusammenbleiben. Da sind die neuen Schiffe. Die Seoul. Ich meine, ich könnte sie auch umbenennen in Pyongyang, aber das wäre gemein. Avignon? Ich weiß nicht, ob ich so ein Schiff nennen würde, aber okay. Enterprise E ist jetzt auf Level 5. Alles klar. Ruf mal Verstärkung. Oh, ist das der... Ja, sieht doch schon recht geil aus, der Kobometreflektor, obwohl das wahrscheinlich wieder von Sins ist. Die Cheyenne-Klasse. Ein paar Excelsiors, die Springfield-Klasse und Norway. Und da waren doch noch welche gekommen, oder nicht? Challenger? Ja, wie gesagt, weiß nicht, wofür die Challenger-Klasse gut ist. Habe ich eigentlich den... Ich habe doch den Starbase-Constructor schon geschickt. Wurde der echt jetzt zerstört? Oh. So. Ah, okay. Timer abgelaufen, ist mir jetzt aber erstmal egal.
Ich will mich trotzdem jetzt noch Omega zurückerobern. Und irgendein meiner Capitals wurde wieder zerstört. Ich weiß aber gerade nicht, welches. Mein Gott, ich wollte die Liste Captain Picard. Captain Sisko. Ist wohl Captain Janeway erledigt? Es scheint so. Wäre auch toll, wenn ich die Flotte einsehen könnte, ohne dass das Ding sich ständig bewegt. Ja, sieht ganz so aus, aber ich meine, Janeway ist kein großer Verlust, offen gesagt. Abgesehen davon, dass sie schnell ersetzt werden kann. Jetzt heißt es schon wieder Santiago. Leute. Ich finde dieses Bild trotzdem noch irgendwie. Keine Ahnung. Warte, haben die... Ey, ohne Scheiß, die haben ihr Schockwellenschiff und benutzen es nicht. Ich meine, ich bin dafür dankbar, aber... Obwohl, der will es nicht ernsthaft. Der will das jetzt nicht wirklich zu meinem anderen Planeten schicken. Ich bring die um. Ich bring die um. Ich mach das ernsthaft. Bis dieser Kampf entschieden ist, werde ich auch nicht die Folge beenden. Also da seid ihr mal beruhigt. Nein, die fliegen einfach nur weg. Das sind Klingonen, die haben sie nicht zurückzuziehen. Die kämpfen bis in den Tod und noch viel weiter. Ich muss sagen, wow. Das war eine Schlacht. Okay, wo ist mein... Wo ist das Ding? Da ist es. Komm her. Komm her. So, jetzt bauen wir noch die Sternenbasis und gucken, wie es mit der Flotte aussieht. Die Excalibur haben wir. Die Phoenix haben wir, die Nebula haben wir, Ambassador haben wir, Sovereign haben wir, Galaxy haben wir. Soweit vollzählig. Helden sind vollzählig. Ist eigentlich so weit alles vollzählig. Braucht eigentlich nur Reparaturen und alles, ne? Ja, und wir haben massenweise Skillpunkte bekommen. Engineering Teams und das hier. Shared Warp Field. Button-Koordination. Schilddisruptor. Alles klar, das sieht gut aus. Komm, wir gehen wenigstens auf den Bau. Komm, komm her. Hier. Komm. Kosmos. Wir werden noch einen neuen Namen finden. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für die ersten 5 Folgen von Let's Play Star Trek Armada 3. Ich hoffe, ihr begreift mich auch, wenn wir dann den Klingonen so richtig in den Arsch treten. Oder wie es auch immer auf Klingonisch heißt. Ich muss mal Arsch auf Klingonisch googeln. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns.